Kapitel 51. So spricht der Herr. Siehe, ich will einen verderbenbringenden Wind erwecken wider Babel und wider seine Bewohner, die sich gegen mich erhoben haben. Ich will Worfler nach Babel schicken, die sie worfeln sollen und ihr Land ausfegen, die von allen Seiten über sie kommen werden am Tage des Unheils. Ihre Schützen sollen nicht schießen und ihre Geharnischten sollen sich nicht wehren können. Verschont nicht ihre junge Mannschaft, vollstreckt den Bann an ihrem ganzen Heer, dass die Erschlagenen daliegen im Lande der Chaldäer und die Erstochenen auf ihren Gassen. Aber Israel und Juda sollen nicht Witwen werden, verlassen von ihrem Gott, dem Herrn Zebaot. Denn das Land der Chaldäer hat sich sehr verschuldet am Heiligen Israels. Fliehet aus Babel und rette ein jeder sein Leben, dass ihr nicht untergeht in seiner Schuld. Denn dies ist für den Herrn die Zeit der Rache, um ihm seine Taten zu vergelten. Ein goldener Kelch, der alle Welt trunken gemacht hat, war Babel in der Hand des Herrn. Alle Völker haben von seinem Wein getrunken, darum sind die Völker so toll geworden. Wie plötzlich ist Babel gefallen und zerschmettert. Heulet über Babel, bringt Balsam für seine Wunden, ob es vielleicht geheilt werden könnte. Wir wollten Babel heilen, aber es wollte nicht geheilt werden. So lasst es fahren und lasst uns ein jeder in sein Land ziehen. Denn seine Strafe reicht bis an den Himmel und langt hinauf bis an die Wolken. Der Herr hat unsere Gerechtigkeit ans Licht gebracht. Kommt, lasst uns in Zion erzählen die Werke des Herrn unseres Gottes. Ja, schärft nun die Pfeile und ergreift die Schilde. Der Herr hat den Mut der Könige von Medien erweckt. Denn seine Gedanken stehen wider Babel, dass er es verderbe. Denn dies ist die Vergeltung des Herrn, die Vergeltung für seinen Tempel. Ja, erhebt nun das Banner gegen die Mauern von Babel, macht stark die Wachen, bestellt Wächter, legt einen Hinterhalt. Denn der Herr hat sich's vorgenommen und wird's auch tun, was er gegen die Einwohner von Babel geredet hat. Die du an großen Wassern wohnst und große Schätze hast, dein Ende ist gekommen, dein Lebensfaden wird abgeschnitten. Der Herr Zebaot hat bei sich geschworen, wenn ich dich auch gefüllt habe mit Menschen wie mit Heuschrecken, so wird man doch über dich anstimmen den Ruf des Keltertreters. Er hat die Erde durch seine Kraft gemacht und den Erdkreis durch seine Weisheit bereitet und den Himmel ausgebreitet durch seinen Verstand. Wenn er donnert, so ist Wasser die Menge am Himmel. Er lässt die Wolken heraufziehen vom Ende der Erde. Er macht die Blitze, dass es regnet, und lässt den Wind kommen aus seinen Vorratskammern. Alle Menschen aber sind Toren mit ihrer Kunst, und alle Goldschmiede stehen beschämt da mit ihren Bildern. Denn ihre Götzen sind Trug und haben kein Leben. Sie sind nichts, ein Spottgebilde. Sie müssen zugrunde gehen, wenn sie heimgesucht werden. Aber so ist der nicht, der Jakobs Reichtum ist, sondern er ist's, der alle Dinge schafft, und Israel ist sein Erbteil. Er heißt Herr Zebaot. Du, Babel, warst mein Hammer, meine Kriegswaffe. Durch dich habe ich Völker zerschmettert und Königreiche zerstört. Durch dich habe ich Rosse und Reiter zerschmettert, Wagen und Fahrer. Durch dich habe ich Männer und Frauen zerschmettert, Alte und Junge, Jünglinge und Jungfrauen. Durch dich habe ich Hirten und Herden zerschmettert, Bauern und Gespanne und Fürsten und Herren. Aber nun will ich Babel und allen Bewohnern von Chaldäa vergelten, alle ihre Bosheit, die sie an Zion begangen haben, vor euren Augen, spricht der Herr. Siehe, ich will an dich, du Berg des Verderbens, der du Verderben gebracht hast über alle Welt, spricht der Herr. Ich will meine Hand wider dich ausstrecken und dich von den Felsen herabwälzen und will einen verbrannten Berg aus dir machen, dass man weder Ecksteine noch Grundsteine aus dir nehmen kann, sondern eine ewige Wüste sollst du sein, spricht der Herr.
richtet auf das Banner auf Erden, blast die Posaune unter den Völkern, heiligt die Völker zum Kampf gegen die Stadt Babel, ruft wider sie die Königreiche Ararat, Mini und Aschkenas, sammelt Kriegsleute gegen sie, bringet Rosse herauf, zahlreich wie Heuschrecken, heiligt die Völker zum Kampf gegen sie, die Könige von Medien samt allen ihren Fürsten und Herren und das ganze Land ihrer Herrschaft, dass das Land erbebt und erzittert. Denn die Gedanken des Herrn wollen erfüllt werden wider Babel, dass er das Land Babel zur Wüste mache, in der niemand wohnt. Die Helden zu Babel werden nicht zu Felde ziehen, sondern in der Festung bleiben. Mit ihrer Stärke ist's aus, sie sind Weiber geworden. Ihre Wohnungen sind in Brand gesteckt und ihre Riegel zerbrochen. Ein Läufer begegnet dem andern und ein Bote dem andern, um dem König von Babel anzusagen, dass seine Stadt genommen sei an allen Enden, und die Furten besetzt seien, und die Bollwerke verbrannt, und die Kriegsleute verzagt. Denn so spricht der Herr Zebaot, der Gott Israels: Die Tochter Babel ist wie eine Tenne, wenn man sie feststampft. Es wird ihre Ernte gar bald kommen. Nebukadnezar, der König von Babel, hat mich gefressen und umgebracht. Er hat aus mir ein leeres Gefäß gemacht. Er hat mich verschlungen wie ein Drache. Er hat seinen Bauch gefüllt mit meinen Kostbarkeiten. Er hat mich vertrieben. Nun aber komme über Babel der Frevel, der an mir begangen ist und an meinem Fleische, spricht die Einwohnerin von Zion. Und mein Blut komme über die Bewohner von Chaldäa, spricht Jerusalem. Darum spricht der Herr: Siehe, ich will deine Sache führen und dich rächen. Ich will ihr Meer austrocknen und ihre Brunnen versiegen lassen. Und Babel soll zu Steinhaufen und zur Wohnung der Schakale werden, zum Bild des Entsetzens und zum Spott, dass niemand darin wohne. Sie sollen miteinander brüllen wie die Löwen und knurren wie die jungen Löwen. Wenn sie vor Gier brennen, will ich ihnen ein Mahl zurichten und will sie trunken machen, dass sie matt werden und zum ewigen Schlaf einschlafen, von dem sie nimmermehr aufwachen sollen, spricht der Herr. Ich will sie hinabführen wie Lämmer zur Schlachtbank, wie Widder und Böcke. Wie ist Sheshach gefallen und die in aller Welt Berühmte eingenommen? Wie ist Babel zum Bild des Entsetzens geworden unter den Heiden? Ein Meer ist über Babel gegangen, und mit der Menge seiner Wellen ist es bedeckt. Seine Städte sind zur Wüste und zu einem dürren, öden Lande geworden, zum Lande, darin niemand wohnt und das kein Mensch durchzieht. Ja, ich habe den Bel zu Babel heimgesucht und habe aus seinem Rachen gerissen, was er verschlungen hatte. Und die Heiden sollen nicht mehr zu ihm laufen, denn es sind auch die Mauern von Babel zerfallen. Zieh aus von dort, mein Volk, und rette ein jeder sein Leben vor dem grimmigen Zorn des Herrn. Euer Herz könnte sonst weich werden und verzagen vor den Gerüchten, die man im Lande hören wird. Denn es wird in diesem Jahr ein Gerücht umgehen und danach im nächsten Jahr wieder ein Gerücht, und Gewalt wird im Lande sein, und ein Herrscher wieder den andern. Darum siehe, es kommt die Zeit, dass ich die Götzen zu Babel heimsuchen will, und sein ganzes Land zu Schanden werden soll, und seine Erschlagenen darin liegen werden. Himmel und Erde und alles, was darinnen ist, werden jauchzen über Babel, weil seine Verwüster von Norden gekommen sind, spricht der Herr. Und Babel muss fallen für die Erschlagenen Israels, wie für Babel gefallen sind die Erschlagenen der ganzen Erde. So ziehet nun hin, die ihr dem Schwert entronnen seid, und haltet euch nicht auf. Gedenkt des Herrn in fernem Lande, und lasst euch Jerusalem im Herzen sein. Wir waren zu Schanden geworden, weil wir die Schmach hören mussten und Scham unser Angesicht bedeckte, weil die Fremden über das Heiligtum des Hauses des Herrn kamen. Darum siehe, die Zeit kommt, spricht der Herr, dass ich die Götzen Babels heimsuchen will, und im ganzen Lande sollen die tödlich Verwundeten stöhnen.
und wenn Babel zum Himmel emporstiege und seine Mauern unersteigbar hoch machte, so sollen doch Verwüster von mir über sie kommen, spricht der Herr. Man hört ein Geschrei aus Babel und einen großen Jammer aus der Chaldäa Lande. Denn der Herr verwüstet Babel und vertilgt aus ihm das große Getümmel. Wellen brausen heran wie große Wasser, es erschallt ihr lautes Tosen. Denn es ist über Babel der Verwüster gekommen. Seine Helden werden gefangen, seine Bogen werden zerbrochen. Denn der Gott der Vergeltung, der Herr, zahlt es ihnen heim. Ich will seine Fürsten, Weisen, Herren und Hauptleute und seine Krieger trunken machen, dass sie zu ewigem Schlaf einschlafen sollen, von dem sie nie mehr aufwachen, spricht der König, der da heißt Herr Zebaoth. So spricht der Herr Zebaoth. Die Mauern des großen Babel sollen geschleift und seine hohen Tore mit Feuer verbrannt werden, dass die Arbeit der Heiden umsonst sei und dem Feuer verfalle, was die Völker mit Mühe erbaut haben. Dies ist das Wort, das der Prophet Jeremia befahl Seraja, dem Sohn Nerias, des Sohnes Machseias, als er mit Zedekia, dem König von Juda, nach Babel zog, im vierten Jahr seiner Herrschaft. Und Seraja war der Marschall für die Reise. Und Jeremia schrieb all das Unheil, das über Babel kommen sollte, in ein Buch, nämlich alle diese Worte, die wider Babel geschrieben sind. Und Jeremia sprach zu Seraja: Wenn du nach Babel kommst, so schaue zu und lies laut alle diese Worte und sprich: Herr, du hast geredet gegen diese Städte, dass du sie ausrotten willst, so dass niemand darin wohne, weder Mensch noch Vieh, sondern dass sie immer da wüst sei. Und wenn du das Buch ausgelesen hast, so binde einen Stein daran und wirf's in den Euphrat und sprich: So soll Babel versinken und nicht wieder aufkommen von dem Unheil, das ich über sie bringen will, sondern soll vergehen. Soweit hat Jeremia geredet.